In diesem will ich mal den Cypress-Weg erklären. Und das will ich jetzt mal hier an der Abbildung erklären. Wir haben jetzt hier die Erde, hier die Sonne, dann hier in Schwarz die Atmosphäre. Und dann geht jetzt von der Sonne Sonnenstrahlung oder auch Solarstrahlung aus, trifft jetzt auf die Atmosphäre. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt wird ein Teil, ungefähr 30%, reflektiert. Dann ein anderer Teil, 19% ungefähr, wird absorbiert an der Atmosphäre. Und dann der Rest, ca. 51%, gehen jetzt durch die Atmosphäre und gelangen jetzt an den Erdboden. Und das ist dann dieser Teil hier, der jetzt den Erdboden erreicht. Und der wird jetzt hier wieder am Erdboden reflektiert. Und dann sehen wir jetzt hier in Rot die entstehende Strahlung. Und jetzt interessant, hier wir sehen Übergang von Blau und Rot. Jetzt ist so die ausgehende Strahlung von der Sonne, das ist die Solarstrahlung, ist jetzt kurzwellig. Und die hier entstehende Strahlung, die jetzt reflektiert, die ist jetzt langwellig und das ist jetzt langwellige Infrarotstrahlung. Und der Trick quasi beim Ganzen ist hier, dass jetzt diese Infrarotstrahlung jetzt nicht mehr so gut durch die Atmosphäre gehen kann, im Gegensatz zur kurzwelligen Solarstrahlung. Die hier ist ja ungefähr die Hälfte, 51% durch die Atmosphäre gegangen. Langwellige Infrarotstrahlung geht nur noch zu 23% durch die Atmosphäre. Das heißt, der Rest, 77%, werden hier, also gehen nicht durch die Atmosphäre, werden dann hier wieder zurückreflektiert. Das ist dann die sogenannte Gegenstrahlung. Das heißt, der Großteil dieser Strahlung bleibt dann quasi innerhalb der Atmosphäre und führt dann zu der Wärme auf der Erde. Weil man muss sagen, ohne den Treibhauseffekt hätten wir jetzt eine Durchschnittstemperatur auf der Erde von im Schnitt von minus 18 Grad. Das heißt, dieser Effekt ist wichtig für das Leben auf der Erde. Und das ist jetzt der Treibhauseffekt allgemein. Jetzt kann man hier noch unterscheiden zwischen dem natürlichen Treibhauseffekt und dem anthropogenen Treibhauseffekt. Und das hängt jetzt von den Treibhausgasen in der Atmosphäre ab. Und hier ist jetzt der natürliche Treibhauseffekt, findet statt durch die natürlichen Treibhausgase. Die sind CO2, Ozon, Wasserdampf. Jetzt CO2 durch die natürlichen Kohlenstoffkreislauf auf der Erde. Und dann ja, Ozon, Wasserdampf gibt es auch noch. Und jetzt zusätzlich gibt es noch den anthropogenen Treibhauseffekt durch anthropogene Treibhausgase. Das sind einmal CO2, Methan, FCKW, so die drei wichtigen Gase. Und wir sehen jetzt, CO2 ist sowohl ein anthropogenes Treibhausgas als auch ein natürliches Treibhausgas. Weil es ist so, wir haben CO2 durch die natürlichen Kohlenstoffkreisläufe, gehört zum natürlichen Treibhauseffekt. Jetzt aber so, durch fossile Brennstoffe und jeder kennt es, Industrie, Verkehr, gibt es jetzt einen hohen Ausstoß an CO2, auch an anderen Gasen, aber vor allem CO2. Und dieser verstärkte Ausstoß an CO2, der führt eben zu einer verstärkten Anlagerung von CO2 in der Atmosphäre. Und das dann jetzt, da sprechen wir vom anthropogenen Treibhauseffekt. FCKW ist auch ein Gas, Methan ist jetzt entstehen durch Landwirtschaft, durch die Kühe, wird auch freigesetzt. Das heißt, das sind jetzt anthropogene Treibhausgase, die sich jetzt auch noch zusätzlich zum natürlichen Treibhauseffekt hier in der Atmosphäre anlagern. Und diese verstärken jetzt den natürlichen Treibhauseffekt. Das heißt, dass der anthropogene Treibhauseffekt, es gibt also der insgesamt wird der Treibhauseffekt jetzt verstärkt. Und das ist jetzt das Problem. Der natürliche Treibhauseffekt, der sorgt eben dazu, dass wir auf der Erde einigermaßen warme Temperaturen haben. Der anthropogene Treibhauseffekt, der verstärkt. Hier ist die Gefahr, dass das so verstärkt wird, dass es auf der Erde eben zu warm wird. Und dann hier ist dann eben das Thema Klimawandel, Klimaerwärmung eben aufgrund des anthropogenen Treibhauseffektes. Deswegen solche Sachen wie zum Beispiel der Umstieg auf regenerative Energien beruht darauf, dass dann zum Beispiel der Ausstoß von CO2 damit verringert wird und dann damit das anthropogene Treibhausgas und der anthropogene Treibhauseffekt auf dieser Weise verringert wird, sodass dann die Klimaerwärmung und Klimawandel in Grenzen gehalten werden soll. Das ist halt so die Idee davon. Jetzt, wie gesagt, Treibhauseffekt, woher kommt der Name? Hier nochmal erklärt am Gewächshaus bzw. Treibhaus, weil das ist das ähnliche Prinzip. Beim Gewächshaus oder Treibhaus fällt die Sonnenstrahlung jetzt durch das Glas, dann geht es durch, wird hier reflektiert und jetzt hier im Treibhaus die reflektierte Strahlung, die entsteht, ist dann auch langwellige Infrarotstrahlung,
die dann wieder schlecht aus dem Glashaus rauskommt, wird dann auch wieder zum großen Teil wieder zurückreflektiert. Das heißt, diese Infrarotstrahlung bleibt dann im Gewächshaus, deswegen wird es dann, deswegen bleibt, speichern dann solche Treibhäuser, Gewächshäuser. Gut, die Wärme, das ist eben das Prinzip, auch mal hier erklärt, des Treibhauseffektes. Und das war's dann damit zu diesem Video.